Bam, da ist er, der Saturn. Hoffentlich wird er auch als neu patrouillierbarer Planet freigeschaltet. Nur ein Schuss vom Grabschiff war nötig. Wenn du durch bist, wird es nie mehr feuern. Platzier die Teleportlinks so, dass andere Hüter landen können. Nicht jeder hat Tarntag und ein Schiff, das nach Schar riecht. Viel Glück, Hüter. Tarnantrieb eingeschaltet. Entdecke gerade Fluktuationen in der Stromversorgung. Entspann dich. Das nämlich selbst gebastelt. Wahrscheinlich nur Saturns Strahlungsstürmer, die stören. Er fällt aus. Hast du mal einen Tarnantrieb geschrottet? Ob sie uns sehen können? Ich glaube, sie sehen uns! Was ist los? Alles in Ordnung? Warum sollten wir nicht okay sein? Sitzen ja hier nur ohne Schiff und Teleportzone fest. Gut. Habt ihr gesagt, mein Tarnantrieb klappt? Ja, das ist natürlich jetzt nicht optimal, oder? Naja, wir werden es überleben. Ich bin davon überzeugt, dass wir das schaffen. Ja, ist klar. Ist schon klar. Also für mich sieht das so aus, als wenn ich nach da muss. Irgendwo. Was fliegt denn da rum? Das ist das gleiche Ding, das wir gesehen haben, bevor Phobos zerfiel. Vielleicht ist es eine Art Sonde. Sieht nach Ärger aus. Die Brücke auf die andere Seite ist gerade verschwunden. Ja. Super. Eine Sekunde, ich frage Aeris. Super. Ganz, ganz geil. Sie sagt, es sei wahrscheinlich bloß ein Resonanzzauber. Was auch immer das sein soll. Also, sei einfach bei allem vorsichtig. Sei einfach bei allem vorsichtig. Okay. Oh, 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 das verschwindet nach einer Zeit. Was ist da los? Mann, 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 Mann. Das hier ist gar keine Tür, oder was? Ah, da lang, okay. Ich hasse so ein wir verschwinden und bla Scheiß. Eine blöde Kackraupe. Ich sehe nichts. Wenn ich nichts sehe, werde ich nervös. Was ist denn da? Da ist ein Geist. Ich habe einen Geist gefunden. Wieso komme ich nicht an den ran? Nein, ein Fragment. Doch, ein Geist. Klassifiziertes Fragment, okay. Komme ich hier nicht irgendwie rein? Würde hier mal wenigstens ein Licht angehen oder irgendwas, aber ich sehe ja gar nichts. Ah.
Warum hat der denn hier diese Leibeigenen? Der hat doch hier die besessenen Viecher. Das ergibt doch jetzt gar keinen Sinn. Naja, egal. Oh, ein Schmetterling. Zwei Schmetterlinge. Zwei Schmetterlings. Glück mit der Waffe gehabt? Wir haben nur die Oberfläche des Grabschiffes angekratzt. Die Schar begrenzt die essentiellen Vorgänge auf das Zentrum ihrer Architektur. Wow. Du wirst dir schon die Hände schmutzig machen müssen. Und jetzt? Ah. Oh, was ist das denn? Es leuchtet. Kann ich nichts mitmachen. Das sieht doch ganz gut aus für eine Waffe. Diese Energie treibt die Waffe an. Kate, was machen wir jetzt? Okay, einen Augenblick. Aeris faselt etwas von den nekrotischen... Ach, schieß einfach drauf. Ja. Ah, ein Schild ist aktiviert. Ich schalte ihn für dich ab. Der Kanal ist fertig. Doch ich entdecke weitere, die die Waffe mit Energie speisen. Finde sie. Das Schiff wird das Feuer nicht einstellen, bis du nicht alle abgeschaltet hast. Oh, ein leerer Raum. Was macht er? Er ist leer. Oh. Die transzendieren. Um mal wieder ein schweres Wort in den Raum zu werfen. Oder es ist halt eine parallele Phasenverschiebung. Schreibt es in die Kommentare, was ihr meint, was es ist. Die verlieren auch wieder sehr viel schwere Munition, ne? Also hier ist auf jeden Fall nicht so ein Antriebdingen. Da geht mir die Stimme schon wieder weg. Da lang. Das sieht gut aus. Genau, lass mal ein paar Engramme für mich fließen hier. Von wo kommt denn der da, der letzte? Ah, da unten. Versteckt er sich. Ich dachte, der scannt schon längst. Noch ein Kanal zerstört. Weiter geht's. Ich denke mal hier lang. Einfach so aus dem Bauch raus. Wenn Feinde erscheinen, hat man immer recht gehabt. Das ist das beste Zeichen. Oh, oh, oh. Da sehe ich schon eine Hexe. Na toll. Die sind immer so feige, die Viecher, ne? Die fliegen immer weg, so, ach, da ist ein Feind. Ich flieg mal eben in eine Ecke und schieß von da ein bisschen.
Die sind immer ziemlich arschig. Eine gefolterte Hexe, so, so. So, jetzt kannst du in Ruhe scannen. Yeah, Upgrade für mein Viech. Für meinen Geist, Entschuldigung. Für die, die darauf bestehen, dass das hier alles korrekt ist. Die Waffe ist zerstört. Kate, wohin geht's als nächstes? Die Teleportzone muss einsatzbereit sein. In deiner Nähe ist ein riesiger Höhleneinbruch. Besser geht's nicht. Okay, da lang. Wir gucken mal eben in die Upgrades. Ich möchte mal eben gucken, was mein Geist da als Upgrade bekommt. Chance auf mehr Drehmetall im Engramme plündern. Ist eigentlich wurscht. Solange ich nicht plündern gehe, ist das irrelevant. Hört ihr das? Ich werde von unten angemeckert. Soll ich mehr um meine Katzen kümmern? Kriege ich Ärger von der Chloe. Ne, Chloe? Ja, dann antwortet sie wieder nicht. War wieder klar. Das ist zu ruhig. Das ist eindeutig zu ruhig. Da kommt gleich was. Ja, das weiß auch die Chloe. Da. Aber warum sind das keine Besessenen? Das verstehe wer will. Ich dachte, das ganze Schiff ist nur voll mit Besessenen. Wollten sie wahrscheinlich mal ein bisschen Abwechslung reinbringen und haben deswegen da mal gedacht, ah, komm, wir hauen hier mal ganz normale Leute rein. Könnte ich mir so denken. Oh oh. Ich lasse die einfach mal miteinander kämpfen. Muss von Phobos gekommen sein. Kabale? Um die kümmern wir uns später. Sichere die Teleportzone. Ach so. Ah, okay. Aktiviere den Teleport-Link. Unser Schiff ist im Anflug. Hey, Zavala. Willst du wissen, wie eine Teleportzone auf dem Grabschiff aussieht? Du hast einen Hüter ohne Erlaubnis auf dem Grabschiff landen lassen. Bekomme ich die Autorisierung? Wir sprechen später darüber, Hüter. Kümmere dich um den Panzer oder die Teleportzone spielt auch keine Rolle mehr. Ah, war klar. Es war ja auch zu einfach. Ich vernichte erstmal alles drumrum. Ich bringe dir ein paar Kisten mit Munition. Die wirst du brauchen. Thank you.
Ja, jetzt brauche ich Munition. Das ist richtig. Mein Gott. Jetzt reicht's mir. Chloe läuft gerade über den Tisch. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ganz demonstrativ. Die Gute. Jawoll! So geht das, meine Lieben. So, hier wurden vorhin noch Engramme verloren. Alter, Kate unterrichtete uns gerade über deine unorthodoxe Mission. Dein Sieg, egal mit welcher Methode, ist ein Vorhutsieg. Dir gebührt unser Dank. Ja, will ich auch hoffen. Eine schlechte Idee, wenn sie funktioniert. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigst, Hüter. Mir steht eine unangenehme Unterhaltung mit Eris über ihr Schiff bevor. Noch ein Engramm? Finde ich hier noch irgendwas? Wir wollen die Chance ja jetzt mal nutzen, dass wir hier sind. Ja, hier scheint nichts mehr zu liegen. Gut. Ja. Da würde ich sagen, war die Mission ein voller Erfolg. Da haben wir noch zwei neue Sachen freigeschaltet. Ihr könnt die Chloe hier nicht sitzen sehen. Chloe! Sieht man den? Nee, sieht man nicht. Ja, Chloe! Du bist im Fernsehen. Hm? Ja. So ist das mit Katzen, ne? Die haben ihren eigenen Kopf. Da kann man nichts machen. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.